das 1x1 der Make-up-Pinsel, Outfit-Ideen für High-Waist-Hosen und ein kleines Haartutorial. Das erwartet euch heute bei Freestyle und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. High-Waist-Hosen zeichnen sich dadurch aus, dass ihr Bund höher geschnitten ist als bei normalen Hosen, sodass sie teilweise bis über den Bauchnabel reichen. Es gibt sie in Shorts oder auch langer Form und in allen Farben und Waschungen. Meist kombiniert man sie mit Crop-Tops. Hier habe ich einige Outfits für euch zusammengestellt. Das sind meine Pinsel und so bewahre ich sie zu Hause auf. Für deren richtige Verwendung, Pflege und einen guten Transport habe ich euch hier das 1x1 für Make-up-Pinsel zusammengestellt. Das hier ist ein Foundation-Pinsel. Mit ihm trage ich mein Make-up in kreisförmigen Bewegungen auf. Hier haben wir einen Concealer-Pinsel. Wie der Name schon sagt, verteilt man damit den Concealer. Der größte Pinsel von allen wird für das Puder verwendet. Je weicher er ist, desto angenehmer ist auch das Auftragen. Dieser Pinsel mit seiner besonderen geschmälerten Form ist der Bronzer bzw. Rouge-Pinsel. Er bietet gleich zwei Funktionen. Ein Augenbrauenpinsel dient zur Verdichtung der Brauen mit Lidschatten oder Augenbrauenpuder. Kommen wir nun zu den Lidschattenpinseln. Diese gibt es in vielen verschiedenen Größen. Welcher am besten für eure Augen und eure gewünschten Augen-Make-ups geeignet ist, muss am besten jeder für sich herausfinden. Dieser hier ist auch zur Anwendung für Lidschatten gedacht. Insbesondere um Kanten und Übergänge schön zu verblenden. Daher nennt man ihn auch Blending-Pinsel. Zu guter Letzt haben wir hier einen kleinen runden Pinsel, der speziell für Smoky Eyes gemacht ist. Seine spezielle Form ist bestens dafür geeignet, die dramatischen dunklen Augen zu schminken. Um meine Pinsel sicher zu transportieren, habe ich dieses Beauty Case mit oberem Extrafach. Hier kann ich die Pinsel ordentlich in die Gummischlaufen schieben, sodass ihre Borsten nicht knicken und sie ganz einfach überall mit hinnehmen. Ab und zu sollte man seinen Pinsel aus hygienischen Gründen auch reinigen. Das macht man am einfachsten mit ganz normalem Shampoo. Dieses in die Borsten einmassieren und unter Wasser gut ausspülen. Das Ganze mit einem Küchentuch abtrocknen und nun kommen diese Teile zum Einsatz. Das sind sogenannte Brush Guards. Sie dienen zum einen zum Schutz, zum anderen eignen sie sich auch super zum Trocknen.
Dazu stülpe ich eines der kleinen Netze von unten über den Pinsel, damit seine Haare alle nach vorne gerichtet bleiben. So trocknet er in seiner ursprünglichen Form und kopfüber aufgestellt läuft auch das Restwasser vom Auswaschen nicht in den Griff, sodass dort der Kleber nicht gelöst wird. So bleiben euch eure Pinsel noch lange erhalten. Wer uns von euch auf Instagram oder Facebook folgt, der hat bestimmt gesehen, dass ich mit dieser hübschen Frisur dem Bad Hair Day den Kampf angesagt habe. Und das auf ganz simple Art und Weise und nur diese wenigen Sachen braucht ihr dafür. Einen Haardonut, ein paar Haarnadeln und eine hübsche Schleife mit Spängchen. Nicht zu vergessen einen Haargummi, mit dem ihr euch zuerst einen ziemlich hohen Zopf bindet. Nun nehmt ihr euren Zopf durch den Donut und rollt ihn mit der umwickelten Haarspitze immer weiter Richtung Hinterkopf. Dabei muss man gar nicht so ordentlich arbeiten. Die Haare sollten sich von alleine ganz gut um den Dutt legen und so wirkt der Dutt auch etwas lässiger. Das Ganze dann mit Bobbypins etwas feststecken und die Schleife darunter stecken. Et voilà, schon hat der Bad Hair Day keine Chance mehr. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr euch auch nochmal unsere letzten Folgen ansehen oder sogar ein Abo hinterlassen. Bis zum nächsten Mal. Get inspired!